Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn im letzten Spiel war er die reinste Tormaschine. Klappt das heute auch wieder? Wir zeigen es Ihnen jetzt bei EA Sports. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wir melden uns heute von einem Spiel am zweiten Spieltag des International Cups. Dänemark gegen Polen. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Das ist die heutige Aufstellung der Dänen. Sie wählen ein 5-2-3. Das heißt also, sie wollen hinten kompakt stehen, dann schnell vorrücken, Druck machen. Sieht man immer häufiger diese Taktik. Hier ist die Aufstellung von Polen. Kurz noch zur Formation. Sieht nach einem 3-5-2 bei Ihnen aus. Ganz genau. Sie versuchen es hinten also nur mit einer Dreierkette. Aber bei Bedarf rücken natürlich die Mittelfeldspieler zurück. Los geht's, Anstoß Polen. Schönes Dribbling hier. Und er schießt. Was für eine Parade. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Eck in den Strafraum. Da kann er jetzt erstmal klären. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Und Kopfschütteln am Spielfeldrand. Ja, ja. Wie kann man so eine Chance vergeben? Er kann es überhaupt nicht fassen. Die Ecke kommt rein. Da konnten sie nichts draus machen. Weiter die Polen, Vorteil. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Gute Chance. Nee, der Freistoß war nix. Sie müssen aufpassen. Und damit ist der Ball weg.
Na, jetzt müssen sie aufpassen. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Im letzten Spiel sind ihm gleich 4 Tore gelungen. Und alle hoffen natürlich, dass er heute gleich so weitermachen kann. Also er ist ja richtig gut drauf im Moment, kaum zu stoppen. Angriff der Polen. Jetzt vielleicht die Flanke. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Ecke kommt in den 16er. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Das gibt jetzt die Verwarnung folgerichtig, würde ich sagen. Ganz genau, der Schiedsrichter war vorhin bei ihm und hat ihm das auch klar gemacht, dass es beim nächsten Foul gelb gibt. Und dann muss er das natürlich durchziehen. Da ist die Chance. Gute Reaktion vom Torwart. Kein Tor. Ordentlicher Versuch, aber der Keeper ist da. Früh wird er jetzt gestört. Ballgewinn, gefährliche Position. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ah, sowas sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Chancenverwertung. Da hätten sie den Führungstreffer machen müssen. So, Ecke kommt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Polen verliert den Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Unaufhaltsam. Chance zur Führung. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Was für ein Lauf! Kommt jetzt das Abspiel! Da ist die Chance! Kein weiteres Tor für ihn! Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Ecke in die Mitte. Erstmal geklärt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter.
weiter gefährlich hier. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Ist das der Ausgleich? Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Ja, das könnte was werden jetzt. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Tor für die Polen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. Was ist denn hier los? Jetzt treffen sie auch quasi mit dem ersten Gegenangriff. Und das ist wichtig. Sie zeigen nämlich, wir geben uns hier nicht auf. Er hat heute auch schon mal zufriedener ausgesehen. Das war jetzt keine gute Aktion und ich bin mal gespannt, wie er nach diesem Gegentor reagiert. 2:1, hier ist noch alles drin. Ist hier immer noch am Ball. Da kommt der Schuss. Parade und dann geht der Ball an den Pfosten. Kein Problem für den Torhüter, da konnte er sogar stehen bleiben. Und jetzt ein Schuss. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ja, abseits angezeigt. Logisch, da waren sie zu überhastet. Absolut. Wenn sie da noch einen Moment warten, dann ist niemand mehr im Abseits. So bringt der Pass natürlich herzlich wenig. Einwurf Dänemark. Und damit ist der Ball weg. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Da geht er weit am Tor vorbei. Jetzt haben sie den Ball verloren. Polen verliert den Ball. Machen sie jetzt gut. Jetzt der Schuss.
Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Damsgaard. Ball erstmal weg. Er bekommt Hilfe. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Oh, toller Pass, gute Aktion. Oh, gefährlich. Kein Treffer. Da steht das Aluminium im Weg, das gibt's doch gar nicht. Das war eine richtig gute Chance. Sie haben den Ball. Da haben Sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Jetzt schießt er. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Macht er ihn! Da passt der Torhüter auf. Wieder im Tor aus, wieder Eckball. Ja, er kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht! Und das Zittern geht weiter. Ecke kommt ins Zentrum. Da konnten sie nichts draus machen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ball wird abgeblockt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Gute Balleroberung. Was? Er hält diesen Ball. Sensationell. Der Ball kommt rein. Gefahr bereinigt. Und er geht an ihm vorbei. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Drei-eins heißt es also jetzt. Ja, setzt sich schön durch. Was für eine Parade! Riesenszene, ganz stark gemacht. Da kommt die Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. Chance zum Konter jetzt. Und er gewinnt den Zweikampf. Klasse Pass. Und er schießt.
Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Fällt das Tor doch noch. Der Ball geht an den Pfosten. Ecke in die Mitte. Ball kommt nicht an. Wir sehen das frühe Pressing. Er holt sich vorne den Ball. Schöner Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Schaut gut aus, aber sie müssen weiter konzentrierter arbeiten. Zur Halbzeit liegen sie auf jeden Fall mit 3:1 vorne. Da sehen wir es, gutes Spiel bislang von ihm. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Anstoß zu den zweiten 45 Minuten. Die Dänen haben den Ball. Und jetzt der Freistoß. Da hatte er erst auf Vorteil entschieden, aber daraus wurde dann doch keiner. Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Gute Parade. Der Freistoß war kein Problem. Hat ihn rechtzeitig gesehen und gut aufgepasst. Eine gute Aktion vom Torwart. Klasse, wie er dahin geht. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Das macht er gut. Und er ist drin. Noch ein Tor, die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einen Gang zurückschalten. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. 4:1 jetzt also. Da geht er vorbei. Ein unfassbares Tor. Wir schauen nochmal auf dieses Tor und wir sehen, das ist ein exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch richtig gut. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Chance vertan, die Kugel ist weg.
Auf Außen ist da durchaus Platz für die Polen. Jetzt können sie es machen. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ecke kommt's. Ball ist erstmal wieder raus. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Ah, da geben sie den Ball ab, so wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Ah, das sieht gut aus. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Damsgaard. Damsgaard. Ballverlust Polen. Ballbesitz ist weg. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Blockt den Schuss erstmal ab. Die Polen verlieren den Ball. Ballverlust. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Er kann es machen. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Sie kämpfen um den Ball. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt haben sie den Ball wieder. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein Hecht. Der Klassekeeper. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ecke kommt ins Zentrum. Sie haben geklärt.
Sie bekommen den Einwurf. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Da oben, der fordert den Ball. Schöne Bewegung. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. So, Ecke kommt. Erstmal geklärt. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter die. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Der Ballverlust. Polen könnte über den Flügel kommen. Platz für die Flanke. Zieht in die Mitte. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Sie holen sich den Ball. Nur noch der Torwart vor sich. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Ecke kommt in die Mitte. Gute, konzentrierte Leistung. Auch hier kann er klären. Das könnte sein. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Tor Nummer 3. Klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Das könnte die Gelegenheit geben. Tor für die Polen. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt.
Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Unaufhaltsam. Fängt diesen Ball ab. Schönes Pressing jetzt. Jetzt könnte er flanken. Die Chance jetzt. Sie machen das Tor. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist zu viel Power hinter diesem Ball. Er hat letztlich keine Chance. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Gute Aktion, sie haben den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Einige Minuten haben wir noch. 5 werden hier nachgespielt insgesamt. Könnte jetzt was werden. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Sie machen Druck. Sie machen das Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird es zu eng. Immerhin treffen sie hier nochmal, aber verlieren werden sie dieses Spiel trotzdem. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Da zieht er ab. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Das macht er ganz energisch. Und jetzt ist der Ball geklärt. Und da ist der Schlusspfiff. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Gefahr bereinigt.